Während auf Schalke das Dach repariert wird, findet in dieser Woche die nächste Runde des DFB-Pokals statt. Der FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale auf den Favoritenschreck VfL Osnabrück. Die konnten Top-Bundesligamannschaften wie den Hamburger SV und Lokalrivalen Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb schießen. Wie Trainer und Manager der Knappen Felix Magath die Mannschaft auf das Spiel vorbereitet, verriet er in einer Pressekonferenz in der Felddienstarena. Herzlich willkommen hier bei uns in der Felddienstarena zu unserem Pressegespräch, vielmehr vor unserem DFB-Pokal-Viertelfinalspiel morgen Abend beim VfL Osnabrück mit unserem Cheftrainer Felix Magath. Ich eröffne wie immer die Fragerunde und bitte Sie um Ihre Fragen. Bitteschön. Ich glaube, Heiko Buschmann möchte traditionell eröffnen. Ja, Herr Magath, schön, dass Sie da sind. Wie sieht sein Personal vor dem Spiel aus? Ja, das ist immer wichtig, wenn der Trainer da ist, Herr Buschmann. Ja. Spieler sind auch da, nicht alle. Nach wie vor werden uns, sagen wir, die jetzt am nächsten dran sind, Carlos Zambrano und Per Kluge, nicht zur Verfügung stehen. Morgen auch Heiko Westermann, dem es zwar wesentlich besser geht, der aber natürlich auch jetzt erst begonnen hat mit der Laufarbeit, wird natürlich noch fehlen. Und somit bleibt der große Kader so, wie er bisher war, aus den 19 Feldspielern, die die Woche trainiert haben, wird dann der Kader heute Nachmittag bestimmt, der heute Abend dann Richtung Osnabrück fährt. Nochmal Kuppelspann. Wie schätzen Sie denn die Aufgabe ein? Inwiefern werden Sie Ihre Mannschaft vor dem Gegner warnen, der den Hamburger SV und Borussia Dortmund ausgeschaltet hat? Werden Sie zum Beispiel Videosequenzen zeigen aus diesen Spielen? Ich hoffe, Herr Buschmann, dass wir die Situation richtig einschätzen. Natürlich haben wir Glück gehabt mit der Losfee, die uns einen Drittligisten im Viertelfinale beschert hat. Glück insofern, weil alle ja davon ausgehen, dass der FC Schalke auch die nächste Runde dadurch erreicht. Wie Sie aber schon bemerkten, ist halt im Pokal sowas nicht selbstverständlich. Und nicht nur der VfL Osnabrück, der ja traditionell über eine sehr heimstarke Mannschaft verfügt, hat bisher schon einige Bundesligisten aus diesem Wettbewerb geworfen. Allein in dieser Runde waren es ja zwei Bundesligisten, die unter den ersten fünf zu finden sind. Und somit sind wir natürlich auch gewarnt und wir wissen, dass es doch nicht eine Selbstverständlichkeit ist, Mittwoch weiterzukommen, aber dennoch bleibt aus der Tatsache, dass wir zwei Klassen höher spielen, nur der Schluss, dass wir weiterkommen müssen. Alles andere wäre für uns nicht akzeptabel.